speaker box loud. Hitting that stuff till you hearing that sound. Der Inhaber des WU-Weltrekordes ist der Core XR Pro, der XR in Alula. Und den haben wir heute für euch bei unserem Test. Aufgehangen ist dieser Kite mit einer 4-Punkt-Waage mit 3 Pullis. Der zum Tipp hin äußere Punkt der Waage kann je nachdem, wie die Loops bei diesem Schirm ausfallen sollen, nochmal zusätzlich in 3 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Die Steuerleinen sind natürlich hier direkt connected und es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um ein leichtes oder ein sehr leichtes Barfeeling einstellen zu können. Zum Be- und Entlüften dient hier ein großes Ein- und Auslassventil von Core. Das Alula-Material ist im Gegensatz zu normalem Dacron kein reines Gewebe, sondern ein Laminat mit einem leichten Gewicht und einer extrem hohen Zugfestigkeit. Verschlossen ist das Ganze hier mit einer Kedernaht, die von innen hinterlegt ist, was hier nochmal zusätzlich vernäht wurde. Als Flugtuch dient hier ein hochfestes Triple Ripstop Material. Das Tuch trägt den Namen Cortex 2 und ist insgesamt bis in die Tips hineingezogen. Nur an der Abrisskante gibt es eine Tuchdopplung und in den Tippbereichen eine doppelte Tuchdopplung. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube, alle anderen Struts kommen ohne Leinenabweiser aus. Aufschlag- und Scheuerstellen werden durch gummiertes Gewebe geschützt, diese fallen im Vergleich zum normalen XR etwas schmaler aus. Grundsätzlich ist zum Unterschied vom XR Pro zum XR 8 das Panel-Layout an sich gleich, auch die Outline. Hier sind es halt wirklich feine, minutiöse Abstimmungen im Bereich der Aufhängung und im Profil, was die Anpassung an das Alula notwendig macht. Die Querstruts sind jeweils mit einer Doppel-Zickzack-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und ein schlanker Tuchstreifen ist natürlich im Übergang der Fronttube zum Flugtuch angebracht. Etwas, was viele interessiert, ist natürlich halt der Vergleich zum Core XR 8 und da werden wir im Laufe des Tests einen stetigen Vergleich führen. Das reduzierte Gewicht und das etwas geänderte Profil erlaubt dem XR Pro 8 oder XR 8 Pro eine wesentlich bessere, stabilere Leichtwind-Performance. Der Kite ist proportional zur Größe insgesamt sehr leicht gestaltet und er liefert sofort, selbst bei widrigsten, ungünstigsten, böigen Bedingungen, volle Leistung mit dem Twin-Tip, aber auch beim Kite-Foilen. Und das heißt im Vergleich zum Core XR 8, dass wir gute 1,5 bis 2 Knoten früher und deutlich stabiler aufs Wasser kommen als mit dem Standardmodell. Mit 85 Kilo und einem großen Twin-Tip
lässt sich hier die 8-Knoten-Marke mit 12 Quadratmeter wirklich mühelos knacken. Die Fahrleistungen, die hier beim optimalen und oberen Windbereich produziert werden, sind wirklich außergewöhnlich hoch. Das ist hier absolute Spitzenklasse, was an reinem Vortrieb ohne entstehenden Querzug durch den XR Pro 8 entwickelt wird. Bisher konnten wir solche Leistungen nur beim Duoton Evo D-Lab feststellen, was wahrscheinlich auch hier momentan der am besten zu vergleichende Battle-Partner ist. Die im Vergleich zum XR 8 schlankere Anströmkante sorgt hier nochmal für effizienteres Am-Windverhalten. Die Kappe geht noch etwas weiter an den Windfensterrand und zieht dort ganz gleichmäßig und kontinuierlich ohne Korrekturen den optimalen Am-Windwinkel. Für denjenigen, der bei den Barkräften oder beim Barfeeling insgesamt höhere Kräfte gewohnt ist, der wird ein, zwei Schläge brauchen, um sich an den XR Pro 8 zu gewöhnen, weil hier wirklich geringe Barkräfte vorherrschend sind, was Halte- und auch Steuerkräfte anbelangt. Nichtsdestotrotz mangelt es hier niemals an Präzision, sodass auch eine gute Fühlbarkeit nach kurzer Zeit erreicht werden kann. Dieser Punkt ist wie immer eine Geschmackssache und auch ein Teil der Gewöhnung. Der Grundzug beim XR 8 Pro liegt hier im mittleren Bereich. Man darf das aber nicht verwechseln mit Vortrieb. Der Vortrieb ist insgesamt stets halt gleichmäßig und sehr hoch und man hat beim Grundzug genug zum Festhalten bei Manövern, wenn man irgendwelche Tags macht, beim Foilen zum Beispiel oder bei Manövern auf dem Twintip. Ob für den Einsteiger oder auch für den Profi besitzt der XR 8 Pro eine wirklich ganz ausgezeichnete Kontrolle. Und bei der Fluggeschwindigkeit und Drehradien bewegen wir uns natürlich hier im absolut obersten möglichen Level. Das feste Gerüst des Alula-Materials sorgt hier für eine sehr schnelle und präzise Ansteuerung der Kappe, sodass halt von, je nachdem wie man es gerne wünscht, engen bis weiten Loops zum Beispiel alles möglich ist. Und das Ganze geht natürlich einher mit einer wirklich ausgezeichneten Profilstabilität. Auch um puncto D-Power und Kontrollierbarkeit im obersten Windbereich sorgt natürlich hier diese Profilstabilität für die hohe Leistung. Und wenn man ihn depowert, schiebt die Kappe halt einfach nur weiter nach vorne an den Windfensterrand, wo sie einfach nicht so viel Druck liefert. Allein darüber lässt sich hier ein höheres Maß an Kontrolle als bei vergleichbar konventionellen Modellen gewinnen. Warum springt ein Core XR 8 Pro besser und aggressiver als ein konventioneller XR 8? Das ist ganz einfach. Die flachere Profilgebung, halt die schlankere Anströmung ermöglicht hier und das steife Gerüst ermöglicht einfach ein präziseres Profil bei mehr Wind. Die Kappe kann hier einfach ohne sich zu verformen kontinuierlich halt die Strömung aufrechterhalten. Sie steigt senkrechter auf, explosiver, weil die Fluggeschwindigkeit auch höher ist. Dadurch lässt sich natürlich insgesamt mehr Höhe erreichen. Von der Hangtime unterscheiden sich beide Modelle nicht wirklich. Beide sind in dem Bereich halt wirklich absolut exzellent. Der Kite hat jetzt mal den Weltrekord im Hochspringen inne und das zeigt einfach natürlich, worum es geht. Kappen, die einfach bei 40 Knoten plus mit 7-8 Quadratmeter hier geflogen werden, die liefern dann halt einfach noch eine Kontrolle beim Absprung und in der gesamten Flugphase, wo ein konventionelles Material im Strut-Bereich einfach irgendwann aufgibt.
auch bei Kite Loops und dergleichen, da fängt dann an, die Kappe halt weich zu werden. Die Tipps geben insgesamt beim Aufsteigen etwas nach. Alles Dinge, die die gleichmäßig anliegende Strömung beeinflussen. Und das ist etwas, warum halt so ein Alula-Modell, wenn es gut gemacht ist, einfach dem konventionellen Material überlegen ist. Das muss man ganz klar sagen. Für wen ist jetzt so ein Core XR8 Pro empfehlenswert? Es ist ziemlich einfach für jedermann, der sich's leisten kann oder möchte. Das ist, wenn man das Ganze im Vergleich gefahren ist, dann wird hier einfach sofort klar, wenn man das einmal angefasst hat hier und mal bei den geeigneten Bedingungen ausprobiert hat, ob mit dem Twin-Tip beim Hochspringen, beim Fäulen, bei weniger Wind halt, bei kritischen, böigen Bedingungen, überall ergeben sich halt Vorteile, die das Kiten einfach außergewöhnlich und einfacher macht. Also es geht hier nicht zu 100% um den Profibereich, sondern wirklich auch jeder im Einstiegs- und Intermediate-Bereich wird hier Vorteile für sich klar definieren können. Ob das jetzt Sinn macht, dass Kites sich in solch einer Preisregion um 2.500 bis 3.000 Euro bewegen müssen, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt und muss an anderer Stelle diskutiert werden. Hier bei dem Test geht es einfach nur rein um die Fahreigenschaften und die Leistungen dieser Kappe. Und die sind einfach mal außergewöhnlich und lassen sich auch, wie wenn wir es jetzt mit unseren Tests vergleichen, dann wie anfangs angesprochen, momentan nur mit dem Evo D-Lab von Duotone vergleichen. Und klar, für den Profibereich, da steht einfach nur die Tabelle, Erster ist Erster und da führt einfach kein Weg dran vorbei. Man sieht halt einfach, dass mit dieser Grundkonstruktion einfach nochmal mehr möglich ist und das einfach leichter auch zu reproduzieren ist. Das heißt jetzt nicht, dass alle anderen Kites hier konkurrenzlos schlecht sind oder keinen Spaß bringen. Aber wer so einen Kite hier mal ausprobiert hat, dem wird es definitiv schwer fallen, wieder zurückzugehen. Wir können dazu nur sagen, wir unterstützen natürlich diesen Wettbewerb unter den Herstellern, dass hier auf höchstem Niveau ein solches Battle stattfinden kann, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass insgesamt die Produkte sich noch weiterentwickeln und noch besser werden.